Hallo und herzlich willkommen und weiter geht's bei der zweiten Staffel nach dem allgemeinen Neuladen, weil der Spielstand relativ im Arsch war. Okay, ja, wie wir sehen, Jefim hat sich mittlerweile der Kolonie angeschlossen und zwar als Arzt. Kann er so mittelmäßig? Feldarbeit, Bergbau ist er ziemlich gut, Waldarbeit und noch so verschiedenes Tierpflege. Wir haben ja mittlerweile so viele Tiere. Harmon ist mal wieder irgendwie aus irgendwelchen Gründen versteckt er sich im Raum, weil sein Schlafzimmer, in dem er sich versteckt, nicht ansehnlich ist. Logik. Oh, mein Zimmer ist so furchtbar, nein, ich will nicht rausgehen. Haben wir hier immer noch paar Gefangene hier, unser Protonussi, der immer noch nicht überzeugt wurde, da wir einen früheren Spielstand herbeigeladen haben. Und hier Constantia, die auch noch nicht überzeugt wurde. Ja, Nuno sieht sehr schick aus in ihrem psychischen, keine Ahnung, Cosplay oder wie man das nennt. Ja. Gut, es sieht eigentlich alles gar nicht schlecht aus. Hier fehlen uns ein bisschen momentan gerade so Sachen wie Stahl, dass wir hier unten abbauen können, wenn es irgendeiner mal machen würde. Und hier diese Maschinenteile, weil irgendwann hat uns einer diese Generatoren hier kaputt gemacht. Und die müssen wir schnell wieder aufbauen, weil wenn wir tatsächlich überall um die Basis, wie wir das hier vorhatten, diese Geschütztürme brauchen, dann brauchen wir jede Menge Strom. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt passiert hier. Unwürdiger Thronsaal. Alle Feuerschalen müssen brennen, sagt Nuno. Und Markus sagt, sieht scheiße aus. Und alle Feuerschalen müssen brennen. Okay. Psychischer Zusammenbruch. Bench, Sissi, Cross, Jefim und Carsten. Können wir da irgendwas machen gegen? Mal eben mein Handy leiser machen. Ach ja, dann hatte ich noch ganz vergessen, was natürlich sofort passiert ist, nachdem ich hier angefangen habe, die Mauer zu bauen. Weil wir immer noch auf Medium sind, ist, dass hier ein Mechanoiden-Cluster entstanden ist. Die sind irgendwie abgestürzt oder gelandet hier und haben sich hier was aufgebaut. Da sind Kugelwerfertürme und Autoimpulstürme und da sollten wir halt aufpassen, dass wir nicht allzu nah rangehen. Und hier ist eine instabile Energiezelle. Vielleicht könnte man sich die klauen, dann wäre das Energieproblem gelöst. Aber so wie es momentan aussieht, was ist das denn? Anima-Baum. Ah. Naja. Meine Güte, alle Tiere mit Namen jetzt. Das ist auch neu. Wir haben irgendwie zwei oder drei Updates verpasst. Jetzt werden alle Tiere mit Namen angezeigt. Hier, Jak 4, Hengst, Geiß. Kann man das ausstellen? Schalte den Fruchtbarkeitsanzeiger aus. Nee. Kategorische Rohstoffanzeige. Raumstatusanzeige. Sichtbarkeit der Lernhilfe. Nee. Ja, müssen wir wohl mit leben jetzt. Okay. Ja, da würde ich mich auch nicht anschließen, wenn ich hier wohnen würde, aber okay. Irgendwie ist das zu leise hier. Ah, es geht über einen Lautsprecher. Das ist natürlich nicht so, wie es soll. Kleinen Moment.
So, weiter geht's. Jetzt kann ich den Ton auch hören, ohne dass ich den Kopfhörer abnehmen muss. Also hier haben wir schon einen und hier war die Idee, dass wenn Leute sich durch die Mauer graben, dass wir dann hier Fallen dazwischen machen können, dass sie dann hier vielleicht reinlaufen. Allerdings ist das vielleicht Rohstoffverschwendung. Oh, eine Steinbockleiche. Verrottet, weil nicht überdacht gekühlt, verdirbt in 1,5 Tagen. Also noch ist sie gut. Das heißt, Bench kann sie mal in den in eine der Kühlkammern tragen. Wir haben zu wenig Essen. Wir haben hier noch ein bisschen von diesem Trockenfutter. Muntermacher. So, Kerstin versucht wieder jemanden zu überzeugen, und zwar Constantia, okay. Stimmung zu niedrig, okay, gucken wir mal. Kerstin versprach Constantia Zufriedenheit und fragte, ob sie der Kolonie beitreten will. Kerstin gab Constantia eine Chance, Fragen über Intimität zu stellen. Okay. Kerstin ermunterte Constantia, über freundliche Schmiede nachzudenken. Freundliche Schmiede? Kerstin ermunterte Constantia, über das Treffen von neuen Leuten nachzudenken. Kerstin erzählte Constantia eine Anekdote über die Zukunft. Eine Anekdote über die Zukunft der Kolonie. Ist nicht eine Anekdote, eine merkwürdige Geschichte, die man erlebt hat und die ist würdig es zu erzählen. Wie kann das über die Zukunft der Kolonie? Constantia und Mensch unterhielten sich über fette Tiere. Okay. Fette Tiere. Boah. Hast du die Tiere gesehen? Die sind voll fett hier. So, Jefin braucht, glaube ich, ein eigenes Zimmer. Oder kann bei Harmon schlafen, aber nicht unbedingt im Billardzimmer. So. Guti. Oh, Bench. Sissi und Jefim, was ist denn mit Jefim los? Warum ist er unzufrieden? Können wir da was machen? Neidisch auf Nunus Schlafzimmer. Ja, mein Gott, da muss man erstmal Landvogt oder so werden. In der Kälte geschlafen, gestörter Schlaf. Naja. So, meine Fresse, die ganzen Tiere. Ah. Ein Wag macht Jagd. Wo, wo, wo? Hier. Auf Steinbockkalb 2. Wenn das hier reinläuft, kann ich das nicht angreifen? Warum kann ich da Feuer? Beendet alle laufenden Angriffe. Warum kann ich nicht zielen hiermit? Das ging doch früher mal. Dann müssen wir das hier einstellen jetzt. Nee. Oh, der läuft da dran vorbei. Kerstin! Okay. Okay, ein Wag. Okay, das wird hoffentlich hier unten reingebracht und nicht einfach irgendwo hingepfeffert, wie wir das ja kennen. Ah nee, sie macht da gleich Filet draus. Okay. Ich habe mir sagen lassen, Wag schmeckt wie Hund.
Okay, das ist, hätten wir wieder ein bisschen Nahrung hier. So, haben wir überhaupt Leute, die Bergbau machen? Ja, wir haben eine ganze Menge, die machen Bergbau. Cross kann auch Bergbau machen. So. Alle unzufrieden. Also, Kerstin ist weiter am Meditieren hier. Das muss man jetzt machen, um den seine Mana-Punkte quasi aufzufrischen. Psi-Fokus ist eine spezielle Art von mentaler Neustrukturierung, die zum Wirken von Psi-Kräften notwendig ist. Psi-Fokus baut sich im Laufe der Zeit automatisch ab und muss durch regelmäßige Meditation erneuert werden. Der Verlust des gesamten Psi-Fokus bewirkt, dass keine Psi-Kräfte mehr gewirkt werden können, hat aber sonst keine weiteren Folgen. Je höher der Psi-Fokus, desto mehr Psi-Kräfte höherer Stufen können gewirkt werden und desto schneller baut sich der verrückte Boomratte! Oh mein Gott! Ach du Scheiße, die ist schon mitten bei uns drin. Kacke. Wer ist in der Nähe? Niemand ist in der Nähe. Toll. Kerstin meditiert ja gerade. Ist hier niemand? Da, Markus. Ah, nee. Mit einer Nahkampfwaffe auf das explodierende Viech. Was ist das denn hier? Plattenrüstung aus Stahl. Qualität normal. Ist niemand in der Nähe. Wo sind die alle? Cross hat eine Keule. Ist auch denkbar ungeeignet hier für diesen. Muss ich jetzt Harmen wecken? Gott, der ist eh schon so schlecht gelaunt. Was macht denn Carsten gerade? Ach, siehst du, Carsten ist gar nicht so weit weg. Okay. Da ist das Viech, ne? Ja, waagrecht sich. Ziel nicht treffbar. Muss auch mal treffen, Carsten. Nein! Markus! Ah! Nicht ganz dicht, oder was? Der ist so nah dran. Gott im Himmel. Hilfe. Mal gucken, was Carsten sich jetzt wieder getan hat. Kratzer bis nicht alles so schlimm. Nicht so schlimm. Och, bitte trifft, es bewegt sich kaum noch. Oh. Sissi, genau. Du machst das jetzt. Oh, ihr könnt nicht alle daneben schießen. Was soll das? Oh, Kacke. Nein, nicht Rollo.
will kein Feuerwehrmann sein. Okay, Carsten, da musst du. Löschen von Feuer auf Rollo. So. Gottchen. Wird bereits von Kerstin benutzt. Sehr schön. Okay, wollen wir mal gucken, wie Sissy verletzt ist. Zweimal gebissen und ein bisschen Verbrennung. Sieht aber nicht so schlimm aus. Okay. Mann. Jefim, schweren Zusammenbruch. Warum? Neidisch auf Nönes schlaft. Muss ich jetzt blödes scheiß Schlafzimmer nur für Jefim bauen? Riesiges. Mit schickem Zeug und so. Wo baue ich das hin? Was haben wir überhaupt für Baumaterial noch? Wir haben Sandsteinblöcke, jede Menge. Okay. Sandstein. Bauen wir hier mal so einen Empfangsraum. Und hier bauen wir hier ins Schlafzimmer. So, dann haben wir überhaupt Stoff? Nicht so viel, ne? Was war das Sandstein, ne? Ja. Mann. Ja, die Feuerschalen könnte man schon mal wieder anzünden, ne? Da haben die beiden schon ganz recht. Aber zumindest sind hier Leute am Stahl abbauen. Sind du nur uns allein im Bergwerk? Interessant. Was haben wir hier einfach? Verbesserte künstliche Wirbelsäule. Wenn ich weiter so sitze wie jetzt, werde ich die brauchen. Haben wir mittlerweile wieder Nahrung? Nicht so scheußlich viel, ja? Nee. Achso, Carsten jagt. Das ist alles, was hier passiert. Okay. Klang gerade ein bisschen ominös. Ein Grizzlybär mag die Jagd auf Enterich Nummer 1 und will ihn verspeisen. Was, wie kommt der überhaupt da rein, der Grizzlybär? Ah, tot Enterich Nummer 1. Na gut, da ist jetzt keiner mehr so schnell hingekommen, leider. Ein Kratzer am Körperteil Körper führte zu Tod von Enterich 1. Grizzlybär zerriss Enterich 1 mit ihrer linken Tatze. Dabei wurden dessen rechter Fuß, Körper und Hals zerrissen, sowie dessen rechtes Bein verletzt. Achso, er hat auch schon eine Stute kaputt gemacht hier. Scheiß Grizzly.
Truthahn wurde erfolgreich vom Bench gezähmt. Okay. Das ist hier Truthähne. Gott im Himmel, ist das viel. Viele Tiere hier. Hungernde Tiere, Enterich 7. Grizzlybär rächt sich. Okay. Das Ente 1, Enterich 8. Oh, Carsten, was machst du da? Nicht Ente 1 wieder. Aber dieses Bär trifft er manchmal. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja wie Revenant gucken. Yes! Sehr gut. Und wieder ein bisschen mehr Fleisch. Vielleicht sollten wir mal langsam wieder jemanden zum Kochen hinstellen. Wer kann gut kochen? Ich habe 8. Kerstin hat 14. 8, 11. 12. Sissi. Stellen wir mal Sissi zum Kochen hin. Sadistische Rage. Jefim, was? Jefim verfiel in einen sadistischen Wutanfall. Er wird seine Wut an den Gefangenen auslassen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war unansehnliche Umgebung. Ach du meine Güte. Eieiei. Das ist nicht so gut. Oh, Nussi hat ihn tot. Nussi hat ihn umgehauen. Okay. Und legt sich wieder schlafen. Vielleicht sollte man den Revolver nicht hier liegen lassen. Jefim, Jefim. Okay, Hals geprellt, Oberkörper geprellt, linker Arm, rechter Arm geprellt, Brustkorbbruch, linker Oberarmknochenbruch, rechtes Bein Prellung, Beckenbruch, linker Fuß Prellung. Okay. Ja gut. Wie man in den Wald hineinschallt, Jefin, so brüllt es hinaus, oder wie man sagt. Na, siehst du. Eigentlich sollte Sissi kochen, aber Cross kocht, soll mir recht sein. Wie viel Essen haben wir denn jetzt hier? 3. Also, hierfür geht's wieder besser, sehr gut. Was ist das hier eigentlich für ein Zimmer? Ach, nicht wieder die Rapiere von John. Ach Gottchen.
Hier unten. Die können natürlich jetzt hier rein marschieren. Diese scheiß Rapiere von scheiß John. Okay, er muss Jefim halt mal zu Hause bleiben, weil er sich unbedingt prügeln musste mit den Gefangenen. Da oben hin. Ach, da kommen auch noch welche. Carsten. Ich konnte auch noch mal die Tiere irgendwie freilassen, oder? Sehr gut. Umso besser. Was haben wir hier noch? Noch so ein Teil. Okay. Oh, da liegt Buffy. Buffy. Okay. Bann der Dämonen. Kann Markus nicht gefangen nehmen oder was? Doch. Bergarbeiterin, sehr schön. Wir brauchen Bergarbeiter. So, hier liegt Zeug rum. Soll ich den gleich. Na, was ist jetzt los? Oh, nix. Quest verfügbar. Ein unkonventionelles Angebot. Da wollen wir mal genau lesen. Und ja. Die nahegelegene Siedlung Öskus hat ein spezielles Handelsangebot. Sie würden gerne Folgendes erwerben. 1530 Stoff. Wenn du diesen Handel eingehen möchtest, musst du ihnen eine Karawane mit den erforderlichen Gegenständen schicken. Es sollte eine Reisezeit von ungefähr 2,8 Tagen eingeplant werden. Dafür können wir entweder kriegen, königliche Gunst oder hier so ein Eltex-Hemd und eine Eltex-Weste und oder der Ruf, aber haben wir nicht, glaube ich. Ne, wir haben 16 Stoff, also das kriegen wir nicht hin. Ah, der gute Rollo. Keine unmittelbare Gefahr, sehr gut. Wie geht's denn Jefim, der sich hier ausgeschlafen hat während... Was, bewusstloser Kolonist, wo? Kerstin? Nein! Tot in 4 Stunden? Nein! Carsten, rette Kerstin! Gehst du hin mit ihr? Nein. Priorisiere. Sie gleich nur wieder. Puh. Okay. Constantia hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Gefährliche Nahrungsart? Sie gegen Gluten allergisch oder was? Neuer Rekrut, Mensch, siehst du das doch. Wo will, da haben wir eine. Ach, er hat sich gleich die Rüstung angezogen, ne? Das ist ja wieder typisch.
zum Ort springen. Genau. Der Mensch, das ist ja riesig zum Abschluss jetzt. Weil dann können wir ihn gleich wieder umbenennen. Nussi. Gehen wir ihm mal für ein Attribut. Okay. So, wie gesagt, der konnte was machen? Pflanzen konnte super, super, super gut. Sozial, also den können wir auch zum Wärter machen. Nahkampf kann er super, super, super gut. Naja, super gut. Kann er so mittelmäßig, hat er aber eine Passion für. Bergbau kann er auch sehr gut. Arzt, weiß ich nicht. Machen wir mal Aufsehen auf 2, Feldarbeit auf 1, weil das ist am wichtigsten. Okay, dann würde ich sagen, das ist ja ein idealer Zeitpunkt. Jetzt sind auch 32 Minuten rum, für diese Folge zum Ende zu kommen, nachdem wir dann mehrere Übel besiegt haben, wie zum Beispiel, was war das am Anfang noch, das Waag oder die verrückte Ratte oder die Rapiere von John und gegen Ende dann sogar den Herrn Nussi überzeugt haben, dass er sich uns anschließt. Ist die Frage, wir haben noch nicht geguckt, was Buffy kann. Buffy ist eine Frohnatur, hässlich und zu klug. Kann aber super, super, duper Bergbau. Konstruktion, auch nicht schlecht. Nahkampf, Fernkampf, beides ähnlich gut. Sehr enthusiastisch dabei, Leute zu verarzten, aber nicht sehr gut. Ich glaube, die wollen wir auch haben. Aber dann müssen wir langsam echt mal ein paar Räume bauen hier. Nicht nur den Raum, sondern ein paar Räume mehr. Aber das geben wir dann beim nächsten Mal in Auftrag. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.